MHB ist ein führendes Unternehmen aus den Niederlanden, das schon seit mehr als 75 Jahren hochwertige Stahlfenster entwickelt und produziert. In 2011 begann eine besondere Zusammenarbeit zwischen MHB und den Berliner Architekten Brenne. Wir haben von dem Bauhaus eine Aufgabe bekommen, die sich darum geht, energetische Sanierung des Gebäudes durchzuführen. Mr. Brenner saw our products. We started talking and immediately, you know, we saw that we were sharing one passion on steel windows. Das Wissen von MHB, dass sie solche Fenster konstruierten, auch bauten, war uns schon bewusst. Wir hatten nämlich schon in den Veröffentlichungen viel darüber gesehen, welche Fenster sie bauten. Aber es waren noch nicht die Fenster, die wir für dieses Objekt benötigten. Das, was aber genau insgesamt nötig war, wenn wir diese Aufgabe uns stellten, dass wir eben ein Produkt finden, was in der Lage ist, dies nur annähernd eben zu erfüllen. Die Schlankheit der Profile und andererseits eine energetische Verbesserung der Gesamtanlage. So begann die Zusammenarbeit von MHB und Brenner Architekten mit dem Ziel, ein modernes Fensterprofil für zwei Fassaden des Bauhauses in Dessau zu entwickeln. Das Bauhaus in Dessau benötigte dringend eine Sanierung. Energy costs are exploding and the running of the building is really bringing us into financial problems, which are consuming money which we need for our scientific and artistic work. Das Bauhaus ist auch heutzutage noch eine große Inspirationsquelle für Architekten. Dadurch wurde das Renovierungsprojekt für beide Parteien etwas sehr Besonderes. Aber trotzdem ist das Bauhaus wirklich die Versinnlichung und die Bildhaftmachung eben einer Gedanken, einer neuen Sprache in der Architektur. Und das wird auch weiterhin das entscheidendste Gebäude sein, was mich auch sehr stark berührt, in seiner Ausdrucksfähigkeit, die es besitzt, und in seiner Ausstrahlung. You really feel the openness and the special atmosphere of Bauhaus architecture. I was really very impressed and silent from inside. The UNESCO committee was very, very tough on the details. All should be like the 1920s. Hierbei war ja uns wichtig, erstmal kennenzulernen, wie waren die Fenster im Originalen, zu verstehen, wie das Profilbild war, wie sie konstruiert waren, wie sie ihre Öffnungen eben halt sich in der Fassade darstellten. The architect didn't want to see any drainage holes, but normally such a system needs water holes in order to air the glass, to drainage the water. But that was a very big challenge. The windows are turning inside open, which means you have a central weather seal. So to get this central weather seal inside the 60 millimeters is a great challenge. Können wir hier nicht noch ein paar Millimeter wegnehmen? Können wir das die Ausbildung so machen? We could not use multi-point locking systems as we use today. We had to use the old locking systems, but still had to create winter water tightness into 450 pascals. They want the old putty glazed back. And this was not done before in combination with the airing of the double glass panels. It was for us a big luck to find MHB as a manufacturer because it was the only company to solve the issues we have had. So in the cooperation with Brenne as an architect, they together have been able to find a solution to get a framing which is almost to the measurements of the historic approach to millimeters. And giving this high performance what we need of thermal separation and high insulation. Het is ons gelukt om in dat smalle stalen profiel om daartussen een isolator te maken van glasvezelversterkt kunststof. En dat voorkomt dat er warmtetransport plaatsvindt van binnen naar buiten. Dus deze aanslag die gaat tegen het rubber in het kozijndeel. Je ziet de beluchtingsgaten, waterafvoergaten. Ja. Ja, we kunnen trots zijn, Nico. Hey. You can't invent this only on the drawing table. You need everybody to cooperate, to be willing to cooperate.
Ich denke, es war eine Voraussetzung, dass wir eben halt diese Entwicklung so gut umgestanden, dass es ein Familienunternehmen war, dass ein persönlicher Ansprechpartner war, der sozusagen die Geisteshaltung der Firma eben darstellte. Und ich glaube, bei einer Firma, die eben halt als Gesellschaft auftritt, wo eben halt nicht eine Person hinter dem steht, wäre dies in der Art kaum möglich gewesen, das zu realisieren dann. What I would first enjoy is actually to open the window in the summertime. And yeah, in the winter it's just that you can be there and work. I mean, this is and be there. Von alt nach neu. Der Unterschied zwischen der alten Fassade und der neuen ist fast unsichtbar. Es ist ein erfolgreiches Projekt. Was würde der Großvater, der Begründer von MAB in 1938, wohl hiervon halten? I think he will be proud, yeah. He will be proud on the fact that we are able to still produce these kind of steel windows. And that we are able to innovate every few years to make real patented innovation, put it in the market. And he knows, yeah, you can create something with that. So I think that would make him happy, yeah.